Ich bin Elis Brkić aus Bosnien und bin 40 Jahre alt. Und seit 3 Jahren bin ich bei der Renngruppe Neustadt an der Donau als Elektroanlagemonteur beschäftigt. Ich muss ehrlich sein, viele Unterschiede gibt es nicht, außer die bayerische Sprache. Das hat mir schon zu schaffen gemacht. Anderen will ich sagen, niemals aufgeben und immer noch mehr streben. Die Anerkennung ändert vieles im Leben. Den Prozess habe ich dahingehend begleitet, eben nicht nur für die Antragstellung, schon vorab, bevor das Elvis bei uns angefangen hat, eben mit der Wohnungssuche, dass er schon ein Zuhause hat, wenn er bei uns anfängt, Terminvereinbarung mit der Gemeinde, mit der Sparkasse, dass er halt alles schon hat. Dann eben mit der deutschen SIM-Karte, dass er auch bei uns telefonieren kann, mit seiner Familie telefonieren kann, die sich noch im Ausland befindet. Und dann hat erst eigentlich die Antragstellung begonnen, eben, dass man den Antrag ausfüllt, Unterlagen anfordert und diese dann an die IHK FOSA nach Nürnberg schickt. Anerkennung für mich bedeutet eben für die ausländischen Kollegen eine Chance, in Deutschland Fuß zu fassen, eben, dass sie auch einen Nachweis haben, dass ihre Ausbildung, wo sie im Ausland gemacht haben, auch bei uns anerkannt wird, dass sie bessere Chancen haben, eben eine Arbeit zu finden und auch von Kollegen dann mehr geschätzt werden. Am Anfang war es schwierig. Alles Neue beginnt natürlich immer als kleine oder große Herausforderung. Das Verfahren dauert verständlicherweise auch ein bisschen länger. Es werden viele Unterlagen, speziell von den ausländischen Kollegen, von ausländischen Hochschulen, von den Schulen gefordert. Bis die Leute das haben, dauert es. Dementsprechend muss man natürlich Geduld lernen. Anderen Unternehmen können wir den Tipp geben, sich zu trauen, es einfach mal zu versuchen. Es ist beim ersten Mal mit Sicherheit nicht einfach. Es dauert Zeit, es kostet vielleicht auch ein bisschen Nerven. Aber beim zweiten Mal, beim dritten Mal, beim vierten Mal wird es immer einfacher und es läuft alles routinemäßig ab. Das Siegel Wir fördern Anerkennung ist für uns eine sehr wichtige Auszeichnung, über die wir uns sehr gefreut haben. Für uns war es eine wahnsinnig spannende Geschichte, um zu sehen, wo stehen wir, quasi gutes Benchmarking, weil man dann doch im Vergleich mit anderen Unternehmen ist, die ebenfalls in dem Bereich aktiv sind und man kann ja immer was Neues dazulernen.